zieht mit vollen Säcken ein, bringt uns Bäcker lecker rein. Heute wird das siebte Türchen geöffnet. Gestern war zweiter Advent und der Nikolaustag. Und so sieht das aus. Wenn man brav war, dann bringt der Nikolaus schöne viele Geschenke und einen schönen bestückten Süßigkeitenteller. Zurück zu unserer Geschichte. Während Markus seine Genesung genießt und versucht, ich sage jetzt mal nach heutigem Links bei Judith zu landen, wollten wir uns ja heute hauptsächlich mit seinem Kollegen, Kompagnon, Freund Sven beschäftigen, der zusammen mit seinen zwei anderen Freunden Norbert und Klaus sich überlegt hatte, dass sie dringend Waffen brauchen, weil es war halt gerade auch zur Zeit des 30-jährigen Krieges, waren Waffen erstens selten, zweitens teuer und drittens den einfachen Menschen sowieso nicht erlaubt. Sie hatten also Jagdmesser und eventuell noch ihre Eichenstöcke, so 2 Meter lange, ungefähr 4 bis 5 Zentimeter dicke Knüppel, die man als Wanderstab nutzen konnte oder auch genutzt wurden und somit nicht verboten waren oder auch nicht verboten werden konnten. Ja, und sie haben sich jetzt überlegt, dass sie, auch um nicht aufzufallen, sie konnten ja nicht einfach irgendwelche Soldaten in der Nähe oder in der Gegend da überfallen, das würde ja sofort auffallen, da würde man auch, wir wüssten ja sofort, wo sie suchen müssen, haben sie beschlossen, in einem Grenzgebiet, Frontbereich, es war ja Winter, da wurde ja so gar nicht richtig gekämpft, aber die Truppen lagen sich halt trotzdem gegenüber in ihren Lagern. Und da standen halt Posten und sie hatten sich überlegt, dass sie diese Posten einzeln überfallen und sich so Waffen beschaffen. Sie waren hauptsächlich auf Armbrüste, Schwerter, am liebsten Kurzschwerter und Streitäxte, vielleicht noch Morgensterne, die wurden ja vereinzelt auch noch eingesetzt, sowas, weil diese langen Hellebarden konnten sie nicht so gut gebrauchen, weil sie wollten ja mit Booten Gefechte betreiben und schmuggeln und Schusswaffen waren damals erstens sehr ungenau noch, dann umständlich zu laden und außerdem war es sehr schwierig, an Pulver und Munition überhaupt zu kommen. So, sie schlichen sich also abends im Dunkeln aus Bootmann an Königsweingarten oben den Berg hinauf aufs Bodanrück und versuchten so eins dieser Postengebiete im Bereich von Singen. Singen gab es, glaube ich, damals noch gar nicht, aber in diesem Bereich lagen sich halt auch zwei Heerlager relativ nahe gegenüber. Und sie hatten vereinbart, dass Sven voranschleicht und die beiden anderen, Norbert und Klaus, ihm in gewissen Abstand folgen, um auch nicht zu viel Aufsehen zu erregen. Und wie es der Zufall so will, kommen sie an einen, ich sag mal, etwas dummen schwedischen Landposten, der raucht nämlich Pfeife. Und Pfeife rauchen ist gerade auf Posten, war es damals erstens verboten, ist glaube ich auch heute rauchen auf der Wache, ist auch verboten, weil man es einfach sieht, die Glut und eben auch den Tabak und den Qualm riecht. So, jetzt Sven hat sich halt angeschlichen, gibt dann dem Norbert ein Zeichen. Wir hatten vorher schon verabredet, dass Sven den am Hals packt und der Norbert ihm eins ordentlich mit seinem Eichenknüppel überzieht. Gesagt, getan. Und sie entkleiden ihn, um sich selber zu verkleiden, Uniformteile brauchen. Und finden bei diesem Herrn ein kurzes Schwert und eine Streitaxt. Und ein Gewehr hat er natürlich auch, aber das lassen sie liegen, weil sie das eh nicht brauchen können. Die fesseln ihn und lassen ihn an deinen Unterwäsche schön liegen. Und genauso verfahren sie auch noch mit 2 anderen Leuten, wo du bei denen die Ausbeute dann noch 2 Armbrüste, 2 Streitäxte und 2 nochmal Kurzschwerter sind, wobei sie jetzt schon mal sie 3 oder man damit ja schon fast 4 oder 5 Leute bewaffnen kann. So, weil man die Armbrust ja auch als Distanzwaffen einsetzen kann, gerade wenn man mit Booten andere Boote angreift. Tja. So kommen sie dann schwer bepackt, machen sie sich auf den Rückweg
Und kurz vor Bodern, in den Häuserzeilen, hören sie plötzlich einen Ruf und ein empörtes Dingsen, so empörtes Rufen. Und da stellen sie fest, dass der Karl Labach ihnen aufgelauert hat. Und sie lassen sich lautlos einfach in die Büsche fallen. Und der Trottel, der nun mal ist, rennt an ihnen vorbei und tut wer weiß wie groß und rennt ganz schnell Richtung schwedischer Kommandantur. Und die drei, sobald er weg ist, gehen schnell hoch, verstecken die Waffen in vorbereiteten Verstecken, kleine Erdlöcher, wo sie die mit Leder ausgekleidet sind, wo sie die Waffen wasserdicht ablegen können. Tja, das ist das. So war das. Morgen geht's dann weiter mit Markus und vielleicht auch noch einem Teil, wie die erste Kaperfahrt abgelaufen ist. Ich wünsche allen noch einen schönen 7. Dezember und noch eine schöne Adventswoche.